Die besten Zitate, Sinnsprüche und Aphorismen von Friedrich Heppel. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es glänzt auch nicht alles, was Gold ist. In der Sprache, die man am schlechtesten spricht, kann man am wenigsten lügen. Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben. Lieben heißt, in dem anderen sich selbst erobern. Es ist unglaublich, wie viel Geist in der Welt aufgeboten wird, um Dummheiten zu beweisen. Schönheit ist Tiefe der Fläche. Mit Blitzen kann man die Welt erleuchten, aber keinen Ofen heizen. Mit einem Menschen, der nur Trümpfe hat, kann man nicht Karten spielen. Die Menschheit lässt sich keinen Irrtum nehmen, der ihr nützt. Die Geschichte ist das Bett, das der Strom des Lebens sich selbst gräbt. Es gibt keine reine Wahrheit, aber ebenso wenig einen reinen Irrtum. Der Zufall ist ein Rätsel, welches das Schicksal dem Menschen aufgibt. Zum Mitleiden gab die Natur vielen ein Talent, zur Mitfreude nur wenigen. Den Augenblick immer als den höchsten Brennpunkt der Existenz, auf den die ganze Vergangenheit nur vorbereitete, ansehen und genießen, das würde Leben heißen. Man altert nur von 25 bis 30, was sich bis dahin erhält, wird sich wohl auf immer erhalten. Es gibt Leute, die den Weltuntergang herbeiführen möchten, um sich den Selbstmord zu ersparen. Die Lage zerstört den Menschen, wenn der Mensch die Lage nicht zerstören kann. Liebe und Freundschaft der meisten Menschen ist ein Füllen der eigenen Leere mit fremdem Inhalt. Jeder Verbrecher sträubt sich, seine Verbrechen einzugestehen. So auch die Gesellschaft. Freilich, ein Fieber des Volks, das Revolutionäre, aber, wie seltsam, es stirbt immer der König daran. Der wahre Schmerz ist schamhaft. Der Schmerz liegt in der Dauer, die Freude im Augenblick. Abstrahieren heißt die Luft melken. Je größer der Mann, umso geringer der Stolz. In dem Augenblick, in dem die Liebe ihr alles gibt, macht sie zugleich bankrott. Es ist der größte Übelstand, dass es in unseren Zeiten keinen Dummkopf mehr gibt, der nicht etwas gelernt hätte. Bis an seinen Tod kann jeder ohne Speis und Trank leben. Man nennt das aber Verhungern. Mutterliebe, man nennt dich des Lebens Höchstes. So wird denn jedem, wie schnell er auch stirbt, dennoch sein Höchstes zuteil. Mitleid ist das billigste aller menschlichen Gefühle. Die Menschheit lässt sich keinen Irrtum nehmen, der ihr nützt. Sie würde an Unsterblichkeit glauben, und wenn sie das Gegenteil wüsste. Die Menschen haben viele absonderliche Tugenden erfunden, aber die absonderlichste von allen ist die Bescheidenheit. Das Nichts glaubt dadurch etwas zu werden, dass es bekennt: Ich bin nichts. Wenn alle Menschen sich bei der Hand fassen, ist Gott fertig.
Was der Mensch auch gewinnt, er muss es teuer bezahlen, wer es auch nur mit der Furcht, ob er es nicht wieder verliert. Viele glauben nichts, aber fürchten alles. Schlaf ist genos sena Tod. Nicht was der Mensch ist, nur was er tut, ist sein unverlierbares Eigentum. Ich will aufhören, an Gott zu glauben, wenn ich sehe, dass ein Baum ein Gedicht macht und ein Hund eine Madonna malt, eher nicht. Der Name ist heutzutage das einzige, welches die Menschen am Teufel nicht mögen. Den Schlechtesten selbst sollte man womöglich vor der Überzeugung schützen, dass er schlecht sei. Schon mancher ist schlecht geworden, weil er sich zu früh für schlecht hielt. Der Schlaf ist die Nabelschnur, durch die das Individuum mit dem Weltall zusammenhängt. Leidenschaft begeht keine Sünde, nur die Kälte. Selbst wenn das Sterben vom Willen des Menschen abhinge, würde keiner am Leben bleiben. Humor ist Erkenntnis der Anomalien. Belehrung geht vom Herzen aus, Bildung vom Leben. Nur durch die Liebe kann der Mensch von sich selbst befreit werden. In der Welt ist ein Gott begraben, der auferstehen will und allenthalben durchzubrechen sucht, in der Liebe, in jeder edlen Tat. Genie ist Intelligenz der Begeisterung. Es gleicht, wer jedem zu raten, statt einem zu helfen, wählt, einer tüchtig sausenden Mühle, der es an Steinen fehlt. Einige Leute haben ein Herz wie ein Ofen, er ist an sich kalt, aber sie heizen ihn, wenn sich jemand wärmen will. Wer damit anfängt, dass er allen traut, wird damit enden, dass er jeden für einen Schurken hält. Um jemanden leichter vergeben zu können, muss man eine kleine Sünde gegen ihn begehen, damit er auch etwas zu vergeben habe. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.